Bismillah. Bismillah, meine lieben Freunde, es wird Zeit, dass wir uns dem Elefanten, der hier sprichwörtlich im Raum steht, widmen. Dem olympischen Boxen. Eine Disziplin, die natürlich auch eine gewisse Auswirkung auf die Kampfsportwelt hat. So hatte Anthony Joshua ebenfalls 2012 in London im Superschwergewicht um Gold geboxt und gewonnen. Und so wie AJ damals, dominiert ein weiterer Mann das olympische Boxgeschehen. Imam Khalif knockt seine Gegnerinnen aus, als wäre es der dritte Teil von Scary Movie. You got this chick, she's nothing. Tiffany Stone. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich denke, dass er Gold holen wird. Wenn ihr auch sportlich aktiv seid und ebenfalls eine so massive Physis bekommen wollt, wie Imam Khalif, dann unterstützt euch das Defender-Protein von Unwok Basebrand auf diesem Weg. Und wie wichtig das ist zu erwähnen, dass sich Unwok Basebrand in Zeiten, wo progressive Politik immer mehr Einklang in den Sport findet, sich noch auf wirklich wichtige Sportlerwerte fokussiert, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir alle haben die vor Wokeness-Platzen Eröffnungsfeier des größten Sportturniers der Welt gesehen. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass sich im Nachhinein nicht die größten Supplement-Hersteller von diesen obszönen Szenen distanziert haben. Das Ganze gibt es mit Unwok Basebrand sicherlich nicht. Defender Protein steht für Tradition, Fairness und Leistungsbereitschaft. Gut löslich in Wasser, Milch oder Hafermilch mit einem klassischen Vanillegeschmack. Probiert es gerne aus, schnell zu erwerben im Patrialladen unter patrial-laden.com und wenn wir schon dabei sind, testet doch gerne mal das neue Kreatin mit heftigem Design. Ja, Freunde, Imam Khalif, was soll ich sagen, eine Geburtsurkunde, die im Jahr 2018 ausgestellt wurde. Räumen wir das ganze Feld doch erst einmal von hinten auf. Khalif traf in seinem ersten Kampf auf die Italienerin Angela Carini, die den Kampf nach 46 Sekunden beendete, aber nicht durch einen vorzeitigen Knockout, sondern durch einen Abbruch nach einem Schlag von Khalif. Carini brach danach weinend im Ring zusammen, fassungslos, dass mal eben 46 Sekunden, ohne eine Chance auf einen Sieg, das ganze Training für das olympische Turnier umsonst war. Die Italienerin, die auch wirklich eine Italienerin ist, sagte im Interview, dass sie noch nie einen so harten Schlag abbekommen hat. Laut dem internationalen Boxverband IBA soll Khalif genetisch gesehen ein Mann sein, also die Geschlechtschromosomen X und Y besitzen. Und zudem weise sie einen erhöhten Testosteronspiegel auf, wie ein Mann. Doch sie gilt in ihrem Pass und nach eigener Aussage als Frau. Jetzt hat dieser Fall allerdings eine Besonderheit. Hier hat sich nicht einfach nur ein Mann als Frau angemeldet, um olympisches Gold zu gewinnen und um das hypothetische Spiel von wie viele Frauen kannst du umboxen durchzuspielen. Hier liegt de facto ein Fall von Intersexualität im Profisport vor. Ein durchaus prominenter Fall existiert bereits in der Leichtathletik. Die Läuferin Kasta Semenya ist ein prominentes Beispiel für so eine gestörte Geschlechtsentwicklung. Ihr Fall mit Olympiasiegen und Sperren zeigte exemplarisch auf, welche Probleme eine DSD im Hochleistungssport verursachen kann. Semenya besitzt nämlich die Chromosomen X und Y, ist also biologisch ein Mann. Doch zugleich hat Semenya einen genetischen Defekt in einem Enzym namens 5-ARD. Das ARD ein Defekt ist. Ah, sinnbildlich. Dies führt dazu, dass der Körper zwar Testosteron produziert, doch dieses wird nicht zum viel wirksameren Dihydrotestosteron, DHT, umgewandelt. Bei den von diesem Defekt Betroffenen ist die Geschlechtsentwicklung im Mutterleib gestört. Sie bilden meist keinen Penis aus, oftmals bleiben winzige Hoden unsichtbar im Körper. Menschen mit dem genannten Enzymdefekt werden somit trotz ihrer XY-Chromosomen bei der Geburt als Mädchen eingestuft. Jetzt ist das vielleicht ein komplizierter Fall, um zu definieren, was Khalif eigentlich ist. Doch so kompliziert wie die Definition seiner selbst sein mag, so irrelevant ist das Ganze für die Entscheidung, die der IOC hier treffen sollte. Wir schauen uns jetzt weitere Medienberichte an. Aber mich persönlich interessiert es nicht, ob linke Medienoutlets wie der Volksverpetzer schreiben, dass Khalif eine Cis-Frau ist. Na, wenn ihr das sagt, muss es ja stimmen, denn der Fakt der Chromosomensätze wird hier einfach komplett ausgelassen. Bei den Boxweltmeisterschaften 2023 wurde sie wegen erhöhter Testosteronwerte disqualifiziert. Umar Nazarovich Kremlev, Präsident der International Boxing Association IBA, behauptet, dass DNA-Tests bewiesen hätten, dass Khalif über XY-Chromosomen verfüge. Das ist jedoch eine Behauptung, die mit Vorsicht zu genießen ist. Aber daher stammte die Falschbehauptung, dass es sich bei Imam Khalif um einen Mann bzw. eine Transfrau handeln solle. Okay, Entschuldigung, aber warum sollte dieser Test mit Vorsicht zu genießen sein? Das ist eine 1 oder 0 Entscheidung. An oder aus. XX oder XY. Der Volksverpetzer ist ja wirklich unglaublich. Gas leitet sich in diesen Glauben rein, dass der Bruder eine Frau ist, sodass man einfach mal die Behauptung aufstellt, dass dieser Test von der IBA manipuliert sein soll oder was auch immer. Auf jeden Fall mal anzweifeln, das muss ja eine Frau sein, wenn er das selbst von sich behauptet. Und jetzt gibt es dazu sogar offizielle Dokumente, die diese These bestätigen sollen.
Khalils Vater hatte dieses Dokument in die Kamera von TV-Reportern gehalten und wörtlich gesagt: Dies ist unser offizielles Familiendokument. 2. Mai 1999, weiblich. Dieses Dokument lügt nicht. Es wurde im Jahr 1999 registriert. Die Menschen, die lügen und eine Kampagne gegen Imam führen, sind die Feinde Gottes. Okay, finde ich ein bisschen hochgegriffen. Dieses Dokument wurde 1999 geschrieben, als sie geboren wurde. Der Vater von Imam Khalif sagt also eindeutig und ausdrücklich, dass es sich um ein 1999 ausgestelltes Originaldokument handelt. Es wurde 1999 geschrieben, als sie geboren wurde. Alter, wie oft schreibt News hier eigentlich 1999 rein? Darf ich außerdem mal kurz anmerken, was der Kollege eigentlich für ein übelster Savage ist? Der sitzt da einfach in einem Edeka-Shirt. Tatsächlich steht dort das Geburtsjahr 1999, wobei der Geburtstag in arabischer Handschrift nicht genau zu entziffern ist. Aber, und das könnte die Sportwelt erschüttern, offenbar wurde die Geburtsurkunde eben nicht im Jahr 1999 ausgestellt, wie der Vater im Video ausdrücklich behauptet, sondern erst viele Jahre später. In der Rubrik Ausstellungsdatum steht 2018, April 1. Also rund 19 Jahre nach der Geburt von Imam Khalif. Auch ein Stempel ist auf dem Dokument zu sehen. Auch dort im roten Stempel ist klar das Jahr 2018 erkennbar, wenn auch spiegelverkehrt. Wir haben also eine dubiose Geburtsurkunde und einen Pass, in dem weiblich drin steht. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben ankündigte, als ich sagte, dass es mir egal ist, ob Khalif eine Frau, ein Mann oder ein Inter oder sonst was ist. Es werden Tests auf Doping und Testosteron gemacht. Genauso wird über das Blut geprüft, ob es sich bei dem Sportler um einen Mann oder eine Frau handelt. Und die IBA hat diese Einstufung bereits durchgeführt und kam zu dem Entschluss, dass es nicht gültig ist, Khalif gegen Frauen boxen zu lassen. Der IOC hat sich allerdings gegen diese Einstufung entschieden und damit ausgeklammert, wie wichtig eigentlich dieser körperliche Vorteil im Sport, besonders im Kampfsport ist. Man kann alles trainieren. Schnelligkeit, Schlagstärke, Mindbewegungen, Ausdauer. Was man allerdings nicht trainieren kann, ist die Knochendichte. Sprich, man kann nicht das Kind trainieren, wie man so schön sagt. Ein uns bereits bekannter Fall ist der MMA-Kampf einer Frau gegen einen Transgender, einen Mann, der diesen Kampf als Frau bestritten hat. Dieser Kampf endete mit einem Schädelbasisbruch bei der Frau. Kampfsport wie Boxen oder MMA macht Spaß zu trainieren, aber es ist kein Spaß, wenn man sich als Kontrahent im Ring gegenübersteht. Dann ist es ein Kampf. Und wenn durch das Komitee oder den Veranstalter solche unverständlichen Entscheidungen getroffen werden, gefährdet man nicht nur die Gesundheit der Athletinnen, sondern auch ihr Leben. Von daher hat die IBA die für mich einzig adäquate Entscheidung getroffen, die von unseren deutschen Medien ohne jegliche Grundlage angezweifelt wird. Kann ja gar nicht sein, denn auf den Dokumenten aus einem beschissenen Ü-Ei steht ja weiblich. Das gleiche gilt für Ling Yutin. Beide werden höchstwahrscheinlich Gold in ihren Gewichtsklassen holen. Es ist eine Schande für die olympische Bewegung und für die Tradition, die diese Spiele haben. Auch tut es mir absolut leid für die anderen Athletinnen, deren Träume auf Gold damit zerplatzt sind. Wir sehen uns dann im nächsten Video.